Ich habe gelesen, dass du auch in der frühesten Kindheit schon einige sehr intensive Begegnungen hattest. Und wenn ich mich richtig erinnere, erstmals auch im Alter von 6 Jahren, als du in einem See beinahe ertrunken wärst. Ist das richtig? Mhm. Nun, du musst dir vorstellen, ich bin hier als Frühchen auf die Welt gekommen und hatte im ersten Lebensjahr eine Handvoll Nahtoderfahrungen durch Herzstillstand. Und durch meine extremste Hellsichtigkeit und diese Nahtoderfahrungen bin ich wohl nie so richtig grobstofflich geworden, noch nie so richtig inkarniert. Und es gibt keinen Tag oder keinen Moment, wo ich keine geistigen Erfahrungen hatte oder habe. Für mich gehört die geist-spirituelle Welt wie die Luft zum Atmen dazu. Doch es gibt natürlich Schlüsselerlebnisse, Erwachungsmomente, Erleuchtungsaugenblicke, die das, was für mich so selbstverständlich ist, nochmal auf eine andere Ebene stellen. Und die intensivste Form war sicherlich als Kind mit 6 Jahren einmal in Kasachstan zu ertrinken. Eine Welle hat mich runtergezogen in den Irtisch. Ich konnte damals noch nicht schwimmen und habe das Wasser überschätzt beim Spielen. Und das war ein Moment, wo ich plötzlich nur schwarz sah und nicht mehr atmen konnte. Und es war kalt. Ich hatte keine Luft mehr und von jetzt auf gleich war wie ein Schalter umgestellt und plötzlich war es mir warm. Ich sah nicht mehr das dunkle Wasser, sondern wie im Paradies, nur farbenfrohe Lichtbilder und Fische. Es war ein richtiges Astralwelt eines Kindes. Und ich sah Lichttunnel vor mir und ich schwamm dahin, weil ich innere Stimme spürte, du kannst schwimmen und du kannst atmen. Ich verstand zwar in dem Moment, du kannst doch im Wasser gar nicht atmen, doch da ich es konnte, war es für mich real. Doch gleichzeitig sah ich meinen kalten, leblosen Körper auf dem Boden des Wassers und dieses unglaubliche Gotteslicht und es zog mich dahin und es war ein Bewusstseinszustand, wo ich die Erde nicht mehr vermisst habe oder meine Familie am Strand. Es zog mich einfach in die Heimat zurück. In dem Moment sah ich, wie mein Schutzengel sich in diesen Lichttunnel stellte, den Weg mir versperrte und sagte, du kannst schwimmen, schwimme zurück. Und ich sah die Dunkelheit des Wassers und diese Kühlheit des Lebens und ich wollte nicht zurück, doch er stand da, machte diese Gestik und sagte, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und das war ein Moment, wo ich spürte, ja, er hat recht und trotzdem wollte ich nur die Wärme, nur die Heimat. Und dann war etwas passiert. Ich sah, wie eine lichtvolle Hand des Engels, als ob sie mich an den Haaren packt und hin zum Strand zieht. Und ich hörte so richtig diese innere Stimme, schwimm, beweg dich. Und ich spürte mich plötzlich meinen kalten Körper. Meine Seele kam zurück in den Körper. Ich krabbelte an den Steinen entlang, weil mehr Kraft hatte ich nicht oder für richtiges Schwimmen konnte ich ja nicht. Und ich kam hoch auf den Strand. Da war kein Mensch, der mich rausgeholt hat. Das war eine richtig überirdische Kraft, die mich rausgeholt hat, die mir diesen Ruck gegeben hat für die zweite Chance. Und als ich dann an den Strand kam und Wasser rausgespuckt habe und zu mir kam und mir bewusst wurde, was eigentlich passiert ist, dass ich tot war, das war für mich schon eine Bewusstseinserweiterung. Einerseits Schock als Kind, aber andererseits dieses unglaubliche Wissen, dir kann nichts passieren, du hast Gott gesehen. Und deine Aufgabe hier auf Erden, der Weg, der es Sinn erfüllt, auf dich wird aufgepasst, egal wie hart das Leben sein mag. Und ich erinnere mich noch, wie ich mich in Handtücher reingekuschelt habe und gezittert habe vor Kälte und mit niemandem darüber sprechen konnte, obwohl die Gaben in unserer Familie verbreitet sind. Doch im Kommunismus durfte man über Religion oder Glauben oder Wahrnehmungen nicht sprechen.
Und so hat man alles schon mit sich selber ausgemacht. Heute im Nachhinein bin ich froh. Also mit der Familie konntest du schon drüber sprechen? Nein. Auch nicht? Nein. Es war bei uns in der Familie so abgesprochen, dass die Urgroßmütter, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten und viele Angehörige verloren haben, auch gesagt haben, um die Kinder zu schützen, sprechen wir gar nicht darüber und antworten auch nicht auf diese Fragen. Natürlich, mitten im Smalltalk in der Familie hat man schon viel über Heilertum, Träume deuten, Engel glauben und auch Engelerlebnisse meiner Urgroßeltern im Zweiten Weltkrieg, was ihnen geholfen hat, überhaupt zu überleben, damals als Deutsche in Russland, haben wir Kinder schon viel mitbekommen, doch es war immer dieser demutvolle Hintergrund, über Glauben redet man nicht, man erlebt es. Heute im Nachhinein bin ich froh darüber, denn so hat sich niemand in meine Gottbegegnungen einmischen dürfen. Und ich bin heute froh, in einem Zeitalter zu leben, wo einem nicht der Mund verboten wird, wo wir kein Geheimwissen mehr haben, wo wir auch geistige Freiheit haben. Denn erst die Freiheit ermöglicht einem Menschen grenzenlose Entwicklungsform. Und das ist nämlich der Gottesplan. Mensch, sei dir deine Freiheit bewusst. Schön, schön. Das ist eine schöne Botschaft. Mhm. Du sagtest vorhin, dass du dich eigentlich in der geistigen Welt total zu Hause fühlst. Zwei Fragen. Erstens, bist du nicht selbst ein Engel? Und zweite Frage, brauchst du dann, ist es für dich vielleicht sogar die schwierigere Aufgabe, dann hier auf dieser Erde, dich zu erden, mit all den Dingen zurechtzukommen, wenn du so mit der geistigen Welt verbunden bist? Wie erdest du dich? Zu der ersten Frage, als Mensch fühle ich mich sehr wohl, danke. Und der Mensch steht im Mittelpunkt seines Universums, in dieser Bewusstheit der Einheit mit Gott. Und ich genieße diese Reise als Mensch in meiner Berufung, in meinem Schöpferpotenzial in der Welt, in meinen Büchern, in meinen zwischenmenschlichen Begegnungen, Seminaren mit den Menschen. Ich genieße meine Rolle als Mutter, als Frau. Das Leben bietet so viele wunderschöne Aspekte und ich gestalte mir die Welt. Wie sie dir gefällt. Wie sie mir gefällt. Schön. Und zu der zweiten Frage, ja, Genie und Wahnsinn liegen oft nah beieinander. Und ich musste durch das Reifen der Persönlichkeit und durch das Entscheiden zu einem konsequenten, liebevollen Verhalten lernen, mich zu verankern auf dieser Erde, weil die geistige Welt ist ja für mich allgegenwärtig. Ich muss sie immer wieder eher abschalten und natürlich nicht zu 100%, weil das ist ja ein Teil meines Wesens. Und ich erde mich durch viele Aspekte, doch jeden Tag darf ich das nicht vernachlässigen. Doch schau mal, man braucht das nicht zu übertreiben. Was ist Erdung? Erdung ist ist innere Sicherheit. Und wie hole ich mir innere Sicherheit? Zum Beispiel, für innere Sicherheit ist eine liebevolle Partnerschaft von großer Bedeutung. Denn das erdet diese Menschen, denen du vertrauen kannst. Freude, mit meinem Kind zu spielen, ihre Entwicklung beizusehen, für sie da zu sein. Freude erdet, Liebe, Zuversicht. Gutes Essen erdet, auch Lebensfreude. Und ich habe auch ordentlich Sport zu treiben, weil um meine Füße, um die Muskulatur zu spüren, um mich im Körper verankert zu fühlen, und das macht mir sehr viel Spaß. Und vor allem erdet mich die Mutter Natur. Ich bin zwar Großstadtkind, aber ich halte mich so gerne in der Natur auf, in unserem Park zu Hause mit Wasserfall, jogge mit meinem Hund durch den Wald, in Morschach, wo ich Seminare habe in der Schweiz und meine Bücher auch dort schreibe, profitiere ich unglaublich von der Kraft der Berge, wenn ich immer wieder Pausen mache und wandern gehe und eben die Bäume betrachte, auch Kraft aus dem Wald schöpfe. Das Leben mit ihrer Schönheit vermittelt mir Lebensfreude und Dankbarkeit und das erdet mich.
dieses gerne da zu sein, denn ich bin mir ganz sicher, wenn du etwas wirklich gut kannst, wenn du eines dankbaren Herzens durch die Welt gehst, dann findest du immer deinen Platz in dieser Schöpfung. Mhm.